Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier. In Thüringen. Tja, Dienstag. So langsam, aber sicher neigen wir uns dem Ziel entgegen, ne? Na, ich sehe das eher so, dass ich eine Woche frei habe. Also aus dem Geschenkensystem bin ich schon lange raus. Wenn mir man hat, so hat es nicht. Ja, erstmal hier Gras mähen. In dem Fall werden wir gleich auch weiterlegen. Das ist, mal gucken, vorne erstmal aufbereiten, würde ich meinen. Aufbereiter ist an. Wir haben ja weitergemacht, stimmt ja, ne? Aufbereiter deswegen hieß meist Plus. Sonst wäre das Gras nass. Gut, Ballen pressen würde gehen. Kein Thema. Aber was nicht gehen würde, wäre zum Beispiel wenn man zum Beispiel Silo machen will, dann geht mit diesem Gras nass nicht. Da muss man wenn dabei und dann nochmal auf Dings mal aufbereitet halt, ne? So, kurz berechnen. Also ich mir schon passiert, dann habe ich das komplett nochmal wenden müssen und dann hat es gereicht. Das sind 10 Meter, 9,9. Bin ich wieder scharf. Mache ich 3 Runden oder so. Ach, das 1, 2, 3 reicht schon. Bei 10 Meter sind ja auch 30, ne? So. In dem Bad, das ist doof. Weiß warum. Weil dann macht er nämlich gleich wieder alles reinklappen und dann ist es doof. Und dann macht er hier vorne. Dann muss ich da wieder reinbleiben. Ah. Also mal. Das ist gemein. Jetzt will er nicht. Das ist meist nicht drauf, aber hat vorhin auch funktioniert, ne? So. Erster Wegpunkt. Ne, wenn er jetzt hier in der Mitte irgendwo anfängt und hinfahren muss, dann klappt er das hoch. Und dann sind die Dinger wieder eingeklappt und dann hat man keine 10 Meter, sondern noch höchstens 9,50 oder so. Das wäre ja dann blöd, ne? Das einzige ärgerlich ist, dass er diesen Gras nicht mitnimmt, ne? Das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Grassorte und das dann in die. Ist ja halt mal so. Hier gibt es mehrere so wenige Gras. Von daher ist halt mal so. Ja, der braucht jetzt 3 Stunden. Das ist schon heftig, ne? Ja. Bleiben wir dabei. Da oben in der Ecke wird er garantiert. Blockiert der andere. Und dann meldet er sich an, ne? Kann man hingehen. Also einen Ballen habe ich doch gesehen. Ja, mal schauen. Hier kann sein, dass ich da ein bisschen anders arbeiten muss, dass ich da noch was machen muss. Also irgendwie ist das hier. Als wenn nicht gemacht wurde, ne? Ja. Wir machen einen Kurs kopieren und das mit den Kalken vorbereiten, ne? Sehe ich mal kommen, dass hier auf dem Wege steht. Oh, richtig. Wir einen starken Mauern haben, ne? Ich habe die da schon ein bisschen reingetan. In der Mitte. Ja, besser ist normalerweise erst alles fertig machen und dann Ballen pressen. Ne? Das ist ungünstig.
So, dann ist er blockiert. Und im Fahrzeug einsteigen. Das meinte ich. Da greifen wir mal ein. Da ist wie eine Wand. Es halt die Karte zu Ende. Die Karte ist entsprechend ausgereizt. Ne? Hat man so viel Verluste, ne? So. Bin ich nie im Bildschirm gewesen, das ist nicht gut. Da gibt es immer kleine Ruckler. Nicht schön. So, bleiben wir noch hier. Da muss sowieso da vorne, wo da keine Kurve rund sein, glaube ich. Ertrag scheint ganz gut zu sein. Naja, da muss ja auch alles, ne, so gefahren werden. Ne? Ist das Ding leer? Und die Lage? Mal schauen, wie der Ertrag jetzt hier ist. Ja, wird grün. Ja, bleibt so. Wie vorher. Ich glaube, die Kurbel packt auch so. Das ist, glaube ich, rund. Natürlich rund. Vielleicht muss ich mal im Feld ein bisschen was gestalten, ne? Ich müsste mal die Fahrzeuge. Die muss ich hochschicken. Weil die habe ich beide eingestellt und dann ist der eine die eine Tour gefahren, die andere Tour machen sie beide. Ja. Hier angekommen, ne? Da. Erstmal zur BGA schicken. Und den hinterher. Nach vorne schon. Ja, die eine Mission hat nicht geklappt. Befällt. Ich glaube 52 oder so. Aber egal. Haben wir genug Geräte hier? Anscheinend nicht. Traktor. Gülle 4000, das können wir beruhigt vernachlässigen. Aber ich würde mal den Mech fahren lassen, ne? Das geschieht dann automatisch mit 4 Molkereien. Muss ich mal schauen, ob die Milch dafür überhaupt nicht so wenig ist, ne? Oder so viel. Ja, der die Milch dann sauer wird hier. Ja, da haben wir ihn. Ja, den mal voll. Dann wollte ich mal schauen. Das kann man ja mal machen, ne? Ob hier was drin ist, ne? Mist ist voll, Gras, Mais. Gut gefüllt. Hier ist Mist, Gras und ja, alles voll. Das passt schon so. Also mit Kursplay, das klappt ganz gut. Der hintere Silo braucht aber mehr Platz. Und zwar, dass ihr kurz fahren können. Deswegen habe ich die Halle hier verkauft und. Das sieht er auch gleich. Ja, und dann will ich später, wenn das Graslager leer ist, das versetzen nach links, weil die Lane hier vorne aus. Und da kriegen wir es wieder. Also wir können ruhig, wir müssen hier nicht anschauen, dicht daran gehen, ne? Also ein bisschen Meter Platz lassen, vielleicht so ungefähr Meter und dann. Das Heulager ist leider noch sehr voll, das wird man nicht so leer kriegen. Aber wir können ja eben ein Graslager anfangen, ne? Und dann, wenn das leer ist, dauert eh noch ein bisschen. Und dann wieder voll. Ja, und dann mal schauen, wie es hinkommt. Strom müsste ein praktisches Stückchen nach vorne, weil es mit Zaun ablehnt.
Ja, ansonsten kommen hier noch, noch zwei. Mal gucken. Silos. Da. Grundballen. Schnitzel. Das ist das, glaube ich, hier. Silage. Oh. Das ist, glaube ich, Standard. Die brauche es ja mit. Mit Mais Plus. Sie hätten es. Ah, ja, doch. Luzerno, also Luzerno haben wir ja hier nicht. Leo habe ich auch nicht. Silage Rundballen, das ist da. Und Mais-Silage. Oh, wir haben keine. Doch, wir haben, das wäre ja normale Silage normalerweise, ne? Dann wird das gehen. Das sind 2500. 2,6. Also ist normale Silagelage, da kann man das schon. Das kann man hier schon nehmen. Und zweites, das ist Hacknase, das brauchen wir nicht. Rundbahn. Aber wenn es liegt, ist es Silage. Also meine Erfahrung und im Arsch. Weiter pressen. Das ist so. Wenn dann sie, also Grassilage ist klar, muss da rein. Wir müssten zur Not zwischenlagern irgendwo. Dann geht das. Jetzt können wir auch sehen, wie weit wir fahren müssen mit Pressen. Ne? Da haben wir noch 2 Stunden, das ist heftig. Und so lange muss er auch fahren. Der Arne muss schon anfangen in das Feld rein. Das macht sich dann leichter. Ach so, jetzt überlege ja, was ich jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr mache. Wenn ich was für Twitch probieren möchte, mal testen, probieren. Der Arno habe ich überlegt, wäre ganz interessant. Also Grunde was anderes außer LS, ne? Weil ich im Prinzip 3 Projekte LS habe und Arno will ich ja nicht als Folgen machen, sondern nur auf Twitch. Wenn der Wunsch besteht, dass es hochgeladen werden soll, ja, dann kann man das sicherlich aufnehmen und dann eher holen. Oder von Twitch runterladen, das geht auch. Muss ich aber überlegen, ob ich es hinkriege, ne? Aber es ist kein Dauerzustand, sondern mal probieren, mal testen, probieren, wie es ankommt. Und ja, wenn es dann irgendwie geht, dann machen wir nichts vor. Der LS lässt ja im Interesse ja praktisch nach. Weil es ja, ja Endstadium ist, ne? Aber so ist ein Dreivierteljahr oder ja, dauert länger. Locker noch ein Jahr, kann man sagen. Bis der 25er kommen könnte. Will schon kommen. Bisher kam er pünktlich. Ich habe mir den Eindruck, als wenn die mehr erst kurz vom Fluss anfangen, was zu programmieren. Na gut, wenn sie die DLCs machen, so, ne, das ist ja auch, muss ja auch gemacht werden, ne? Und dann muss ja auch praktisch mal gezeigt haben, um den Zaun zu machen. Rausfahren zum Händler, kann man sagen, und den Zaun dann entsprechend aufnehmen. Das muss ja auch irgendwann gemacht werden, ne? Oder zum, ja, ja, muss schon Händler gebaut werden, oder zum Hersteller, ne? Wenn es in der Nähe ist. Wieder einen vergessen. War das der Radio so kurz? Achso, weil er ranfährt, der steht jetzt da und wartet, bis er fahren kann. Oder muss warten, dann passt eh. Das soll ja hier auch passieren, die Gär ist dann so. Aber wir müssen trotzdem die Ballen erstmal runterbekommen, ne?
Das können wir erst fahren, wenn die Ballen gepresst sind. Beziehungsweise wir können halt anfangen, wenn wir praktisch übernommen haben, ne? Übergeben haben. Übernommen. So. Alter Kurs ist raus, würde ich meinen. Und das haben wir hier schon mal eingerichtet, ne? Ja, Geld verdienen oder gucken, ob Missionen gibt, ne? Düngen war ja ganz reizvoll. Der Haken war nur gewesen in den kleinen Feldern. Das, die großen Fahrzeuge, ist ganz schön an GI. Leider ging auch ein bisschen mal schief. Was das Düngen anging, ne? Ein Feld war nicht ausschließend, war zu wenig. Aber war keine Fläche mehr vorhanden gewesen. Ja, ist halt mal so, ne? Mann, ich bin eben müde. Warum will ich einkaufen fahren? Mal sehen. Geht ja um spezielle Sachen. Will ich mal nochmal fahren und da gucken, ob da nur Gänsebrust gibt. Keulen will ich keine haben. Dann mal lieber zwei Gänsebrüste rein. Bin eher so ein Brustfleischesser. Ich meine, wenn Keule jetzt, also eine ganze Gans wäre zu aufwendig. Das würde gehen. Aber dann ist ja 5 Tage dran, ne? Wenn du die gute Gans hast. Und das wollte ich auch nicht am Ende antun. Aber nur eine Brust zu machen, ist auch ein bisschen Verschwendung. Weil, wenn der Herd an ist, dann kannst du auch gleich zwei machen. Ne? Also von der Menge her. Passt ja rein. Ne? Ja, und so esse ich ganz gerne mal jetzt zum Winter, wenn es kalt ist. Aber dann nachher spätestens ab, wenn es die Wohnung sich wieder aufheizt, dank der Sonnenwärme, dann lasse ich den Herd ganz gerne aus. Halb 5. Heute 2 Folgen. Ja, warum mit dem Einkaufen wird blöd? Am Einkaufen noch zum Doktor Rezepte holen. Ist irgendwie stressig. Weil 17 Uhr macht er es auf. Dann kann ich vielleicht so um 4:45 reinzukommen. Mal die Maske zu ersparen. Quatsch. Ach, der Kollege ist fertig. Mit Mähen nicht, aber mit. Und der kann jetzt warten, bis es fertig ist, ne? Ja, dann kann ich mir nicht ranmachen und die Ballen zum Hof fahren irgendwie. Praktisch vor der Haustür ablagern. Und mal hinstellen, ne? Oh. Ich werde müde. Ist aber nicht nichts Neues. Also nach der Arbeit, wenn ich gegessen hätte noch vorher, dann wäre es noch schlimmer. Also mit recht gut gefüllten Magen, das ist so richtig so. Da kann ich ins Bett gehen, brauche ich nicht aufbleiben. Wenn ich heute einen noch ein bisschen zusammenreißen müsste, damit ich ja bearbeiten würde ich noch. Ah, wieder vergessen. Übersehen in einer Reihe. Muss er jetzt einstellen. Komm jetzt rum. Ja. Jetzt mal war dazu. Muss ich mal wegräumen. Jetzt die Außenansicht, ne? Damit er besser gucken kann.
können ja nicht so drehen den Kopf, dass wir alles sehen können. Dann müsste ich aber eine Maus zuschalten. Das ist praktisch innen drin so macht, ne? Mit Eye-Tracking will ich das nicht machen, das ist mir ein bisschen zu aufwendig. So. Hat er mal repariert. Stimmt. Presse, wann kann sein? Die Presse ist heile. Oder ist die? Egal. Müsst ihr überlegen. Den checken wir, den Kurs können wir löschen. Das können wir rausnehmen. Halb 5. Das sind die beiden Fälle hier und Feld 5 will ich Dings machen, ne? Mais. Ob es reichen wird, mal schauen. Das gehe ich von aus. Und die Felder, die ich jetzt praktisch mähen werde, so Ganztagsgelage, da will ich definitiv auch noch Gras einsehen und dann im Herbst mal sehen oder im Frühling Getreide. Um ein bisschen ja die Fruchtfolge einzuhalten, ne? Anführungszeichen. Da haben wir noch einen LKW. Der ist ein bisschen wendiger. So, die schicken wir auf Feld 32. Mal sehen, wie er hinkommt. Ja, die Flüsse waren ganz schön gefüllt hier. Der eine Fluss war ganz schön voll. Wenn ich gerade hier einen Fluss sehe. Also im Grunde noch Glück gehabt, dass praktisch mit der Schneeschmelze nicht so viel Regen gekommen ist. Dann wäre das blöd. Naja, für die, die es betrifft, ne? Ich wohne zum Glück ein bisschen höher. Aber der Parkplatz ist auch nicht so weit vom Fluss entfernt. Und die haben mal berichtet, dass sie in der Firma auch schon mal Wasser drin hatten. Da war Hochwasserzeit. Also wenn es mal hart auf hart kommt, ne? Kann nicht fahren. Achso, ja. Ja, ich hoffe, das soll schon vorher gewesen sein. Ich sage mal schon Dank für fleißig reinschauen. Rechts hat fällt sich gut aus, ne? Mal zu kaufen. Noch Geld haben wir. Ich sag mal, tschüss, ciao. Und bis nächstes Mal. Tschüss. Und dann denken, frohe Bescherung und frohes Fest. Tschüss.